Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Lasst uns zocken Planet Coaster. Wir haben gerade Heinz Günther dabei beobachtet, wie er versucht hat, durch die Menge in unseren Park zu kommen. Und er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er ist auf dem Weg zum Parkeingang. Und da gehen wir jetzt einfach mal mit. Ja. Währenddessen mache ich hier mal. Achso, wir haben ja keine Garne. Keine Kohle mehr. Nachdem ich hier alle rausgeworfen habe und es nicht tatsächlich viel flüssiger geworden ist. Aber man hat auch schon gesehen, im vorigen Video, dass die Task Manager, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Bei der Grafikkarte auf jeden Fall und bei der CPU rein theoretisch auch. Also die waren nicht am Anschlag. Die waren nicht mal ausgelastet im Endeffekt. Gut. Aber egal. Wir schauen jetzt, was Heinz Günther als Gast von unserem Park so hält und wo er so hingeht, was er Schönes mag, findet und so weiter und so fort. Heinz Günther, unser neu eingestellter Parktester. Und schauen wir mal, wo er hingeht. Theoretisch müsste er erstmal was zu trinken holen. Da war nämlich ein bisschen durstig. Und ja. Ich glaube, ich habe recht. Nein, er setzt sich. Nee, er. Wo will er denn hin? Er setzt sich erstmal hin. Okay. Gut. Dann setzen wir uns erstmal hin. Heinz Günther hat sich entschlossen, erstmal die Parkbänke zu begutachten und hat sie für zweckmäßig befunden. Zumindest hat er nicht relativ lange darauf Platz genommen. So, er weiß noch momentan nicht so richtig, wo er denn jetzt hin möchte. An zwei Attraktionen ist er immerhin schon mal dran vorbeigelaufen. Die haben ihn jetzt scheinbar nicht so sonderlich angemacht. Mit der Heinz Günther immer schön professionell sein und der Frau nicht hinterher gucken. So, jetzt geht er zu... Ah, jetzt holt er sich mal ein Energy Drink. Denn Heinz Günther hat schon am Anfang gesagt, wenn er erstmal im Park reinkommt, hat er ein bisschen Durst, erstmal hinsetzen, bisschen süffeln. So, in der Zwischenzeit überlegt er möglicherweise, wo er denn jetzt als nächstes hin will. So, Heinz Günther. Enttäusch mich nicht. Wohin willst du? Erstmal. Weiß er nicht. Ah, der Park füllt sich langsam wieder. Heinz Günther, wohin willst du? Entscheide dich für einen Weg. Gut, Heinz Günther geht erstmal auf Toilette, nach getanem Trink. Wird erstmal gestrullert. Ja, das war wohl eine sehr saubere Toilette. Ist jetzt auch nicht so oft und so häufig. Also, man kennt das ja selber. Für 50 Cent kann man aber auch ein bisschen Ordentlichkeit verlangen. Und das ist meine Devise. Pünktlichkeit und Sauberkeit. Zumindest auf der Toilette.
So, Heinz Günther geht jetzt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, aber tatsächlich. Er rennt sogar. Was hat er jetzt gesehen? Wo will er hin? Wahrscheinlich vorne zur Schlittenfahrt. Ja, drängel dich weg. Ah, oder? Nee, ja, doch. Nein. Heinz Günther möchte nicht zur Schlittenfahrt. Warum will er nicht zur Schlittenfahrt? Oder? Möchte er doch. Wir wissen nicht, warum er nicht zur Schlittenfahrt will. Keine Aussage darüber. Gut. Heinz Günther, machen Sie Ihren Job. So, Heinz Günther guckt sich jetzt erstmal den Hinterkopf desjenigen vor ihm an. Hat scheinbar keine Läuse. Findet es auf jeden Fall sehr erheiternd. So, Heinz Günther direkt zum Foodcourt. Scheint... Ja, unser Tester scheint hier momentan sehr hungriger Natur zu sein und sehr durstiger Natur. Schauen wir mal. So, Heinz Günther läuft scheinbar zur Kinderachterbahn. Das ist zumindest der einzige Weg. Oder er biegt gleich ab an der Kreuzung. Allerdings, ja. Mysteriös. Wo will Heinz hin? Momentan scheint er recht ziellos herumzualbern und mein Geld einfach aus dem Fenster herauszuwerfen. Also Mechaniker haben wir genug. So viele Mechaniker, wie ich mittlerweile gesehen habe. Heinz Günther wird mir da sicherlich da schon wieder einer zustimmen, dass wir da noch einer, also Mechaniker sollten kein Problem darstellen. So, wo will Heinz Günther hin? Was macht ihn richtig an? Geht er zum Zwirl? Kann das sein, dass er zum Zwirl will? Denn nur wer zum Zwirl will, will auch was vom Zwirl. Möhrl. Keine Ahnung. Heinz Günther, also bitte, ja, nicht unsere Gäste beleidigen. Ich glaube, ich muss mir beim nächsten Mal einen anderen Tester aussuchen. Wo möchte Heinz Günther denn hin? Heinz Günther macht mich gerade fertig, denn Heinz Günther ist wieder Heinz Günther. Sehr, sehr schön aus. Es hat was. Heinz Günther möchte nach oben. Ah. Also wenn er da jetzt nicht auf eine
Attraktionen geht, dann weiß ich auch nicht. Die Treppe ist ganz schön steil. Upp, da war irgendein Leopardenmuster. So, Heinz Günther, wo willst du hin? Links oder rechts? Er geht rechts. Okay. Der Part sieht auch gut aus. Heinz Günther hat sich also entschieden, zum Reverse Acceleration zu gehen. Und dreht wieder um. What the fuck? Was ist mit dir los, Heinz Günther? Was für ein schöner Park. Das ist mein Liebster. Da ist mein nächstes Diebstahlopfer. Ach, wir haben... Ah, okay. Wir haben einen Gauner. Es ist ja... Ja. Aber ist ja auch mal nicht schlecht zu sehen, wie Gauner-KI sozusagen so funktioniert. Das war so jetzt nicht geplant. Aber egal. Für die letzte Folge muss das ausreichend sein. Heinz Günther hat sich bisher scheinbar noch kein Opfer ausgesucht. Yay! Euer Park sieht schon nicht schlecht aus. Er hat schon was. Mir fällt nur gerade ein oder auf, dass ich vergessen habe, die Weihnachtsmusik überall einzustellen, aber egal. Jetzt ist zu spät. Da ist unsere nee, das ist nicht unsere Go-Kart-Bahn, das ist unser First Try. Vielleicht will er ja doch mit irgendwas fahren, mal gucken. Aber wenn dann nur zum Clown hier da ist, dann ist natürlich blöd. Aber bisher hat er auch noch keine Anstalten gemacht, in irgendeiner Art und Weise, habe ich das Gefühl. Also irgendwie habe ich zweimal das gleiche Haus nebeneinander gemacht. Das ist natürlich doof. Egal. Fällt niemandem auf. Ey, du bist der Typ, der gerade auf Toilette wollte. Du bist an der Toilette vorbeigerannt, aber egal. Es kommt ja gleich eine. Wie gesagt, ich finde die Interaktion zwischen in der Gruppe super. Hier vorne die beiden Jungs zum Beispiel, die sich ab und zu mal gegenseitig anstupsen oder so. Oder vorher hatten wir so ein kleines Paar scheinbar, was wo der Freund sozusagen so auf dem Rücken so ein bisschen kurz den Arm gehalten hat und so. Also schon ist schon ganz nett animiert. Wirklich, wirklich hübsch. Schade, dass die Engine scheinbar, oder was war hier, muss ja die Engine sein, scheinbar nicht so gut programmiert ist, dass sie die Performance auch bringt. In dem späteren Spiel. Wie gesagt, 70% CPU-Auslastung ist ein Witz.
Und 20% Grafikauslastung erst recht. Mit ein paar Tweaks und mit ein bisschen Hilfe vielleicht sogar von Nvidia oder AMD, beiden unter Garantie, kann man da was machen. Kann man sogar ein paar Berechnungen auf die Grafikkarte auslegen und dann flutscht sofort auch die, ja, die Berechnung. Allerdings war der Arbeitsspeicher von der Grafikkarte recht ausgelastet. Also im Zweifel ist auch da das Problem zu sehen. Naja. So, jetzt setzt er sich hier hin und klaut da erstmal, oder wie? Aha, du siehst aus, als würde ich einen bei dir lohnen. Ich habe kein Problem damit, mir anzustellen. Ich brauche keinen Premium-Pass. Also momentan läuft er nur durch den Park und guckt sich die Leute an, die, ja, die er stehlen will, bestehlen will. Der Grafikstil passt doch perfekt irgendwie. Also ist schon ein nettes kleines Spiel. Aber wie gesagt, schöner kleiner Kreativbaukasten. Dafür würde ich sagen, ja, auf jeden Fall kaufen. Wenn man da allerdings Probleme hat, kreativ sein Eigenwerk zu machen, dann und eher auf die Simulation steht, dann halt, naja, eher nicht. Wenn dann vielleicht höchstens im Sale. Aber eher nicht. Ich bin ja auch gespannt, ob, wenn wir jemanden mal irgendwann ausgeraubt haben, ob wir auch erwischt werden. Ah, hier haben wir zum Beispiel die, okay, jetzt rennt er auf einmal. Stehen hier schon wieder wie doof an. Und ich verstehe das nicht, ne? Und meine fucking Horrorbahn, ja, mit der Dampfeisenbahn funktioniert einfach gar nicht. Ich verstehe das nicht. Ja? Und bei dem Scheiß stehen die an wie blöde. Ich fühle mich diskriminiert. So, er hatte gerade leicht Hunger, also kann sein, dass er möglicherweise gleich mal was zu essen holt. Das sieht echt gleich anders aus hier, ne? Also, schon ein bisschen abgefahren, wie viel auch einfach der... Ich hab's ja gewusst, er holt sich einen Donut. Aber wie viel auch der Bohnenbelag einfach ausmachen kann. Wird erstmal gefuttert. Heinz Günther, hast du denn schon jemanden beraubt? Der Park macht solchen Spaß. Tja. Gibt's ja auch mal so Tage, die man vielleicht selber so hat. Man geht auf den Rummel, denkt so, ja, komm, machst du mal was und dann futterst du da eigentlich nur und gehst wieder weg und denkst dir so,
Netter Spaziergang. Aua. Heinz Günther, irgendwas muss dir doch gefallen. Außer das, was jedem gefällt und deswegen die Schlange voll ist. Weil, ist halt so, ne? Hier rechts ist auch schon wieder voll. Aber ist schon echt beeindruckend, wie das so in der Ich-Perspektive nochmal aussieht. Und er versucht hier reinzugehen und es ist voll. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die Simulation, die sogenannte, in Aktion sehen. Ich gehe mal davon aus, dass er versucht, vielleicht auf die Kinder Achterbahn jetzt zu kommen. Oder er wird gerade verfolgt von einem Wachmann. Der rennt so auf einmal. Gut, also Kinderachterbahn schon mal nicht. Mitarbeiter, beziehungsweise das eigene Personal, die können natürlich auch deutlich besser arbeiten, wenn man ja nicht so viele Leute hat, weil die Leute natürlich auch deren Wege versperren. Ist das natürlich immer da so ein bisschen problematisch. So holt er sich jetzt einen Luftballon oder was? Tatsache, er holt sich jetzt erstmal einen Luftballon. So, welche Farbe hat er sich geholt? Eigentlich kann... Warum drücke ich nicht einfach... Naja, egal. Er hat sich einen orangenen Luftballon geholt, wenn ich das richtig sehe. Okay. Oh. Wie ein Pärchen. Sind zwar nur 5 Animationen, aber trotzdem, wie gesagt, das macht viel Detailgrad aus. Sind denn keine stumpfen Objekte im Endeffekt, sondern was macht er jetzt? Ah, da wurde er erwischt. So, da wurde er erwischt. Damit ist der Tag für ihn gelaufen. Oh, ich kann ihn nicht mal verschieben. Merkwürdig. Ja, gut. Haben wir denn hier... Wir gehen mal bei Laura Spencer rein, beziehungsweise bei... obwohl, ist die Teil der Gruppe? Ne, sie ist alleine. Ja, wir folgen einfach mal. Ich habe keinen Namen gerade für sie verraten. Angela Merkel, keine Ahnung. Nein, das würde nicht passen. So. Wir folgen ihr jetzt nochmal. Vielleicht ist unsere zweite Testperson etwas gewissenhafter mit ihrer Arbeit und will den Leuten nicht nur die das hart erkämpfte Geld, das hart erarbeitete Geld stehlen. Wir werden sehen.
Ja, der Park sieht sehr ordentlich aus mittlerweile. Kann ja mal kurz gucken. Der Park ist auch ordentlich in dem im Minus. Ich mach mal 4000 Leute rein. Nee, da fehlt noch einer. So. 4000, danke sehr. So, und weiter. Ah! Sie geht in eine Attraktion. Perfekt! Also hat man gesehen schon, die Gauner sind eher darauf aus. Ja. Richtig auf eine Attraktion wollen sie nicht gehen und wenn dann nur die Besten, so ungefähr. Sie geht jetzt auch mal in eine rein, die komplett leer ist, was natürlich super ist. Denn das bedeutet, wir dürfen erstmal warten. Verschleiß. Gut. Damit haben wir dieses Spiel wieder mal so dahingehend kaputt gemacht, dass wir einfach mal die Leute wieder rausgeschmissen haben, weil wir einfach nur die Beliebigkeit umgestellt haben. Warum auch nicht? Das ist wirklich so ein bisschen problematisch. Da ändert man eine kleine Sache und sofort werden die Leute rausgeworfen. Das ist nicht gut gelöst, meiner Meinung nach. Die Lampen stehen auch hier sehr vertrauenswürdig. Also so Kleinigkeiten, wenn man Wagen noch dazu machen muss oder so, okay, aber so Kleinigkeiten müsste man echt einfach umstellen können, ohne dass da alle Leute rausgeworfen werden aus der Attraktion. Aber gut. Wurde jetzt eigentlich zum Getränkestand, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Die Leute gehen echt an allen Attraktionen vorbei, die nicht so gut sind oder nicht so ins Schema passen, was so ein bisschen merkwürdig ist. Weil selbst wenn es nicht ins Schema passt oder zu teuer ist, irgendwann, wenn dann doch mal so die Zeit oder wenn dann ein bisschen Zeit vergangen ist, geht man ja doch vielleicht mal auf eine Attraktion oder so. Ja? Oder man geht halt schnurstracks nach Hause, weil der Park völlig für den Arsch ist. Eins von den beiden Sachen, aber man eiert nicht die ganze Zeit durch den Park rum und macht einfach nichts. Also sie ist ja jetzt zum Beispiel auch nicht zum Getränkestand gegangen, obwohl sie gerade eigentlich noch angezeigt hat, dass sie zum Getränkestand will. Jetzt geht sie zum Christmas Dragon, na, mal schauen. Also zu der Kinderattraktion. Oh, da ist ein Schild in der Bank drin. Hat keiner gesehen? Weitergehen.
Problematik ist natürlich, wenn sie ihrem Christmas Dragon angekommen ist, kann das natürlich wieder sein, dass die Warteschlange voll ist. Das ist so die, ja. Das ist ein bisschen schlechter. Hat's da. Auf jeden Fall sieht man aber hier halt relativ gut, wie tatsächlich die Leute an sich funktionieren. Wobei sie ja sogar auf eine Attraktion gegangen ist, die ja nicht so gut ist. Das hab ich ja nur verkackt in dem Sinne, oder das Spiel, je nachdem, indem ich da die den Start sozusagen beeinflusst habe. Und hier ist natürlich voll und wir kommen nicht rein. Obwohl, es wird gerade ja, oh, wir haben es geschafft, jetzt müssen wir an der Warteschlange warten. Jetzt bin ich allerdings gerade mal am gucken. Das werden wir natürlich auch ein bisschen überspringen. Ich mach mal gerade ein bisschen schneller, damit wir schneller rankommen. Weil in der Warteschlange stehen ist halt langweilig. Das weiß ja jeder. Außer man klaut halt gerade irgendwelchen Leuten das Geld aus der Tasche. So wie der Kollege davor. Aber der stand da nicht mal in der Warteschlange. Er hat immer nur versucht, in volle Warteschlangen reinzukommen. So. Ah, da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Wahrscheinlich 2 Runden. Warum sieht eigentlich das Licht so komisch aus hier auf einmal? Aber überall. Überall ist so ein ganz merkwürdiger Schatten drüber. Sehr merkwürdig. So, und da sind wir drin. Jetzt ist wieder in Ordnung. Vielleicht war das Ding ja schneller. Egal. Meine Fresse, ein starker, großer Mann und der zappelt rum wie ein Epileptiker. Mal ein bisschen Eier hier hinaus. Oder sitzen die da gerade auf dem Stromkabel? Jetzt ist es in Ordnung. Da heben wir die Hand hoch. Und da halten wir uns die Hand vorms Gesicht, um nicht zu kotzen. Okay. Soll denn das Zappeln da sein? Einfach nur dieses Hochziehen oder was? Scheinbar ja. Erstmal allen die Zähne ausgeschlagen beim Bremsen. Boing. Ah, sehr geil. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ach ja, sehr schön.
Ja, gehen wir erstmal weiter. Ach ja, ein Glück muss ich keine Versicherung zahlen oder so. Also muss ich wirklich Haftungsausschlüsse bei manchen Bahnen hier machen lassen. Ah, sehr schön, ey. Der abrupte Bremser, plumm, der Zahnzieher. Eigentlich hätten wir Zahnzieher nehmen sollen, aber egal. Ah, sehr schön. So, wohin geht denn die gute Reise jetzt? Zu Kart Racing. Oh, na, mal gucken, ob da voll ist. Da ist ja doch wahrscheinlich immer ein bisschen mehr los. Wobei, habe ich bei beim Kinderachterbahn, bei der X-Mas Dragon, nee, beim Christmas Dragon, auch gesagt. Aber sind wir ja trotzdem reingekommen, also. Mal gucken. Was war das hier? Wach auf, oder was? Sehr schön. So, wohin geht die denn zum X, zu Kart Racing? Achso, sie geht erstmal nochmal Kopfläuse untersuchen. Schon vorbei. Also, Hausmeister haben wir auch noch. Gute an dem Spiel, aber das zeigt auch wieder, dass es keine richtige Simulation ist, dass man kein Problem hat, wenn man im Minus ist. Wobei wir mittlerweile relativ stabil im Minus sind. Long Road Home! Okay, sie hat sich entschieden, gleich die voll zu gehen bei der Go-Kart-Bahn. Schauen wir mal, da stehen wir ja dann auch erstmal 5 Stunden an. Ich habe das Gefühl, dass da doch irgendwie noch eine Toilette fehlt. Obwohl, nee, der kommt ja gleich. Soll man nicht so tun, ja? Frauen sollen da angeblich sowieso immer ein bisschen problematisch. Können das halt nicht so halten. Aber bitte, ja. Toilette ist ja gleich um die Ecke. 100 Meter noch. Einfach anfangen zu rennen. Mal gucken, was noch übrig ist dann. Das sieht schon witzig aus. Ach, ja. So, keine Ahnung, was die vor mir suchen. Vielleicht suchen die nach Spaß. Einfach nach weitergehen geradeaus. Das ist der Nächste, der da rumgetänzelt ist. Ja, naja. Rein theoretisch könnte man alle Meter kann man irgendwie Toilette, Laden aufmachen und sonst irgendwas, aber das sieht natürlich nach nichts aus. Aber im Endeffekt haben wir das hier auch schon. An jeder bepissten Ecke ist hier irgendwas zum Essen, zum Trinken, zum auf Toilette gehen. Naja. Wobei, in einem richtigen Park ist das ja auch so. Ne? Wobei, kommt drauf an, auf dem Park. Hier ist schon deutlich... Die 4000 Leute merkt man jetzt doch schon langsam. Wo bin ich hier? Und meine Krone und... Ich weiß auch nicht. Oh Gott, ist das alles so hoch? Ich gehe lieber weiter. Wo bin ich hier eigentlich? Aber ich habe wieder meine Pillen vergessen. Ach Gott, das will ich. Ich hätte nicht dieses LSD nehmen sollen. Es sieht alles so kutterbutt hier aus. Oh Gott, ist das ein lila Elefant gewesen? Ich weiß auch nicht. Was sucht die Olle denn da? Egal. Wir bleiben jetzt bei unserer Ollen. Hm.
holt die sich einen Premium-Pass? Das wäre natürlich super. Nee, holt sie nicht. Nein, holt sie nicht. Okay, sie hat sich entschieden, nicht reinzugehen, weil die Warteschlange zu groß ist. Gut. Dann geht sie jetzt zu First Try. Wo war First Try? Ah ja, direkt daneben. Genau. Oh shit, jetzt habe ich die Olle verloren. Ah, wo ist sie? Da ist sie. So. Auf dem Weg da. Sie muss in eine volle Warteschlange rein. Jetzt aber rein. Jetzt rein, 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 rein da, rein da. Oh. Ganz knapp. Die hat aber auch Glück. So, jetzt wieder mal kurz die Zeit vorgespult. Beziehungsweise beschleunigt. Sollte ja aber eigentlich relativ schnell gehen, dadurch, dass ja hier zwei Wagen drauf sind. Außer das Ding fliegt in die Luft. Hat natürlich super optimal wäre jetzt. Warten, sie wären weiter verbunden. Fest die denen die ganze Zeit an den Rücken da? Wir haben wieder Licht. So. In der nächsten Bahn sitzen wir drin. Ja, machen wir trotzdem ein bisschen schneller. Bis die nächste Bahn da ist. So. Die hebt immer die Hand. Wo hebt sie denn immer die Hand? Egal. Warum können die nicht parallel einsteigen? Würde alles beschleunigen. Aber es geht los. Hey! Auf der Achterbahn. Richtig schön Achterbahn. Also man merkt auch, wo die spaßigen Sachen sind, wenn die ihre Arme hier. Jetzt einmal rauskotzen. Da dran. Oh, das war wirklich so. Da hat man richtig gesehen. Nein, ich will das nicht. Sehr schön. Wie gesagt, die Animation ist super. Das ist aber auch tief. Die Go-Kart-Bahn. Egal. Es passt. Ich hab's echt drauf.
so Bremse einzubauen, wo man sich einfach glatt die Zähne ausschlägt. Erstmal. Die Zahnprothesen. Yo! Und wir kommen hier nicht raus? Kann das sein? Weil der Scheiß kaputt gegangen ist? Ja, ist so. Ist nicht euer Ernst. Jetzt muss man gerade gucken, wo ist hier die Bahn? Da. Okay, der ist schon da. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Hört sich nicht gerade so zufrieden an. Durst, untätig. Sie setzt sich erstmal hin. Okay. Jetzt steht sie wieder auf und will zu Looney Ballons. Okay. Oder auch nicht. Nee, sie geht noch mal rein. Okay. Es ist halt eine sehr gute Achterbahn. Was wollen wir machen? Da irgendwo auf der Go-Kart-Bahn eine Unfall passiert. Geht doch nicht. Ein schöner Himmel. Ein schöner Himmel. Jetzt geht's in die Hölle. Nee, sehr geil. Ja, ja. Zum Glück muss das nicht komplett realistisch sein. Ah, sehr schön. Also dieses ganze Ein- und Aussteigen dauert viel zu lange, meiner Meinung nach. Und schon wieder rein. Jesus Maria. Gut. Dann machen wir jetzt Schluss. Ja, okay. Ich weiß ja, dass die Bahn so gut ist, aber... Sieht schlecht gewartet aus, aber trotzdem erstmal direkt rein. Das sind so Sachen, ne? Also...
da sieht man, dass die Simulation nicht hundertprozentig funktioniert. Sie mag das zwar nicht, deswegen gibt's auch ein Frody, wie man so schön sagt, ja. Aber sie geht trotzdem rein. Gut, okay. Und wir haben sogar Profit. Hey. Aber es sieht schon nicht schlecht aus. Also, wie gesagt, das Spiel ist ein schöner, netter Kreativbaukasten. Simulationstechnisch zweckmäßig. Es sieht wunderschön aus. Allerdings mit der Prämisse, dass irgendwann die Performance einbricht. Was aber nicht daran liegt, dass einfach die CPU oder so zu auf 100% läuft, sondern scheint einfach an der Engine zu liegen, dass das die Engine nicht richtig kann. Und es liegt auch nicht an den Leuten tatsächlich. Weil wir haben ja jetzt gerade nur 4000 Leute, also deutlich weniger als vorher, und es ist nur marginal flüssiger, würde ich mal so sagen. Also, ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass wenn man zu viele Teile verwendet, dass wirklich der Arbeitsspeicher voll läuft und deswegen das irgendwie nichts mehr so, aber eigentlich, ja, keine Ahnung. Auch keine Erklärung eigentlich. Nun gut. Egal. Mein Fazit nach diesen 22 Folgen oder 21 kommt drauf an, wie lang die vorige Sache ist, die ich aufgenommen habe. auf jeden Fall hübsches Spiel, nettes Spiel, soundtechnisch geil. Simulation, wenn man auf Simulation steht, im Sale kaufen, wenn man kreativ sich austoben möchte, ruhig auch jetzt kaufen, auch von mir aus mit den DLCs, die da noch dazu sind. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Typ, der dafür jetzt nochmal Geld ausgeben will, weil ich habe alles, was ich brauche. Im Grunde genommen würde das jetzt nicht viel besser aussehen, als jetzt, wie es jetzt schon ist bei mir. Ich baue halt lieber so eher rummelmäßig auf, aber andere sind da natürlich wirklich, die bauen einen richtigen Freizeitpark auf, so einen Themenpark. Aber ja. Also ich kann es mit Abstrichen empfehlen, sagen wir es mal so. Die Steuerung ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Schwierig ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Auch die Kamerasteuerung ist schwierig stellenweise, weil die Kamera manchmal einfach nicht das macht, was man selber will. Dann kommt man durch Objekte nicht durch, denn sieht man, jetzt kommt man wieder zum Beispiel nicht durch. Eben gerade kam ich aber durch. So eine Sachen halt. Also, das Spiel ist in Ordnung. Es ist nicht hervorragend, es ist auch nicht sehr gut. Es ist in Ordnung und gut. Ja, es ist eine gute 2. Wenn ich das in Schulnoten ausdrücken würde müssen. Aber es macht auf jeden Fall richtig, es sieht aus wie ein Themenpark. Es hat sein Genre sozusagen nicht verfehlt. Daher hoffe ich, euch hat es gefallen, diesen kleinen Ego-Trip auch nochmal. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, arrivederci und tschö mit Ö.